Ja, es hat sich das Bild so ergeben, wir sind gekommen, haben einmal das erste Fahrzeug gesehen und haben sich da einmal gekümmert und dann hat es geheißen, nein, es ist nicht das Fahrzeug, was man hinter uns sieht, sondern weiter vorn und da ist noch eine Person drin, die ist verletzt. Wir haben eine Türöffnung gemacht mit Absprache vom Roten Kreuz und haben die Person dann aus dem Auto, also die ist am hinteren Fahrer gesessen, im Rücksitz und ist leider verstorben. Es waren ca. 4 bis 5 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Das heißt, wie schwierig war es für Sie als Einsatzleiter, sich ein Bild der Lage zu machen? Es war sehr schwierig, weil wir sehen, ist hinter uns liegt einer seitlich. Ein Fahrzeug liegt am Dach ganz vorne und halt da in den verunfallten Fahrzeug waren 4 bis 5 Personen drin mit den Todesopfern. Und ja, da war es sehr schwierig, weil wir nicht gewusst haben, wer in was für ein Auto wirklich dann noch drinnen ist. So wie da hinten, das ist ein Einsitzer, da weiß man nie, da muss man mal reinschauen. Und man muss sich eigentlich um die verletzte Person kümmern. Gut, dass die Feuerwehr am Stehen nachkommt, dass wir da noch Kräfte haben, die was man da einteilen kann dazu.